Journalistenzentrum Haus Busch, das ist in Hagen. Was machen Sie denn hier, Thomas Müller, im Journalistenzentrum Haus Busch? Wird hier Presse, Rundfunk, Fernsehen gemacht? Also wir sind ein traditionsreiches Haus, das journalistische Ausbildung, das heißt Volontärseminare macht und journalistische Weiterbildung, also für Kollegen im Beruf. Der Schwerpunkt liegt bei Print und Online. Jetzt sehen wir, hier sind eine ganze Menge Kollegen, die filmen uns auch gerade mit. Was ist heute hier angesagt? Heute ist der freien Tag des DJV NRW hier zu Gast. Ich bin auch froh, dass ich die Freien auch hier mal mehr im Hause habe, denn es ist, haben wir auch in der Vorbereitung festgestellt mit dem Fachausschuss Freie des DJV NRW, dass die Freien hier bis unter 10% nur an unseren Seminaren auch beteiligt sind. Das habe ich extra mal nachgeschlagen. Das ist also zum Teil vielleicht auch ein Problem, das mit Preisen zu tun hat, die man natürlich nehmen muss, um Seminare zu veranstalten. Ich denke, vom Angebot her machen wir sehr viele attraktive Angebote auch für Freie, aber es ist natürlich so, dass, sage ich mal, auch 90-95% unserer Seminarteilnehmer von den Arbeitgebern bezahlt werden. Und bei Freien ist da vielleicht auch ein Finanzierungsproblem. Wir sind ja jetzt hier beim Mobile Reporting, sieht man auch, weil der Kollege, der filmt uns hier gerade. Jetzt würde ich den mal gerne fragen, ob denn das, was er sich so vorgestellt hat, auch heute hier vorkommt. Ist das was, womit er was anfangen kann? Wie heißen Sie denn? Kai-Hendrik Haß, zum Teil schon, muss ich sagen. Ich lerne dazu auch, was es für Möglichkeiten gibt, gerade jetzt beim Mobile Reporting. Wir sind ja sozusagen in der Live-Übertragung, beide wahrscheinlich. Von daher finde ich das schon ganz spannend, auch was man so machen kann und was dann nachher auch dabei rauskommt. Finde ich gut, hat mich nach vorne gebracht.